Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute einfach mal gerne zeigen, was ich meiner Schwester zum Geburtstag verschenke. Ich hatte so ein paar Sachen so in den letzten Wochen immer so gekauft und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie ich das verpacke. Das mache ich ja immer so ganz gerne und ja, so zur Inspiration einfach. Und ja, ich habe hier einmal so ein Bubble-Waffeleisen, weil meine Schwester war letztes Jahr in einer Eisdiele gewesen. Sie war ein bisschen weiter entfernt von der Heimat von meiner Schwester. Und da hat sie so von diesen Waffeln geschwärmt. Und deswegen habe ich das so gesehen und habe gedacht, das wäre ja so ein tolles Geschenk. Und ja, ich musste das mitnehmen. Das gab es im Kaufland. Das war im Angebot gewesen. Und da musste ich unbedingt dahin fahren. Da sind mein Kleiner und ich dann hingelaufen. Das habe ich geholt. Dann habe ich im Aldi, da gab es diese Kerzen. Die sind auch so in den Farben, in den Lieblingsfarben von meiner Schwester. Da sind so 4 Stück drin. Dann habe ich im Lidl, gab es mal dieses hier. Das ist so eine Limited Edition von Chocolate Chips mit Erdbeergeschmack. Die habe ich mir auch gekauft. Und die schmecken richtig lecker. Dann habe ich so eine Ladies Bag. Die habe ich im Teddy mal gekauft. Und die wollte ich so schön befüllen mit Getränken und süßen Sachen. Da habe ich einmal von Chupa Chups so Erdbeerlimonade. Das ist alles ohne Alkohol. Das sind so, ich denke mal, das schmeckt richtig lecker bestimmt. Dann habe ich im Teddy auch dieses hier entdeckt. Das ist Himbeerlimonade. So Püppi nennt sich das. 100% Einhorn. Himbeerlimonade. Dann habe ich so aus dem Action diese Candy Can. Das schmeckt richtig lecker. Das schmeckt nach Birthday Cake. Trinkt, da ist auch kein Zucker drin. Kann ich nur so empfehlen. Also Bubblegum habe ich noch nie so probiert. Da gibt es ja auch eine Dose und schmeckt richtig lecker. Kann ich auch nur empfehlen. Die habe ich dann geholt. Ist auch echt schön zum Verschenken. Dann habe ich aus dem Aldi mal so eine Toblerone geholt. Aus dem Kaufland habe ich diese Schoketten Happy Birthday gesehen. Die habe ich. Dann habe ich aus dem Teddy dann so Marshmallow und Herzchen mitgenommen. Dann im Aldi gab es diese hier Mentos. Und hier steht drauf, finde 1 von 10 Gewinnerrollen und gewinne sofort 10.000 Euro. Das wird aber ein richtig teures Geburtstagsgeschenk. Mal gucken, ob meine Schwester Glück hat und da 10.000 Euro drin sind. Ja, dann hier so Ballisto. Ich fand das total schön. Mit dieser Farbe, die habe ich. Und dann habe ich hier noch, ja, sowas, Mentos. Das sind so Kaugummis mit Vitaminen sind da drin. Also B6. C und B12. Die habe ich mir aber auch gekauft. Da wusste ich gar nicht, wie teuer die waren. Also, die waren über 2,50 Euro. Ja, das wusste ich dann nicht, wie teuer die, dass die so teuer waren. Auf jeden Fall wollte ich dann vielleicht nochmal was Süßes nochmal holen. Vielleicht noch Giotto oder so Kinderschokolade. Ich muss mal noch mal gucken, was ich noch so finde. Oder Jogurette ist ja auch ganz lecker. Dann kommt das da so rein. Ja, das habe ich. Und dann wollte ich da noch so ein bisschen Geld hineinpacken. Also ein bisschen noch. Das habe ich. Und dann wollte ich im 1-Euro-Laden. Da hatte ich nämlich gesehen, da kann man Heliumballons kaufen für 1,10 Euro und die Befüllung kostet dann nochmal 1,10 Euro. Da wollte ich noch 2 Luftballons dann holen und das dann so schön verpacken. Ja, das bekommt dann so meine Schwester. Das hier ist eigentlich so mehr so ein Gag, sage ich mal. Und das hier ist dann so das Geschenk und mit dem Geld so ein bisschen. Das ist dann so von uns. Und ich hatte im Action, hatte ich sowas richtig Tolles gesehen.
Das passt auch hier so richtig toll hin. Das ist so Strawberry, ja, so ein Duschgel. Und ich fand das so toll, einmal in dieser Farbe. Das wird vielleicht auch da schön dazu zusammenpassen, eventuell. Aber das behalte ich für mich, weil ich das so toll fand. Also, falls ihr sowas auch machen wollt, das könnt ihr so gut befüllen, so mit Süßigkeiten und so. Oder ihr könnt da auch so verschiedene Themen auch reinmachen. Also zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel eine Freundin habt oder eine Schwester, die zum Beispiel so nur vegane Sachen mag oder nur gesunde Sachen oder süße Sachen nur oder pikante Sachen. Da kann man ja hier ganz viel mitmachen. Ich habe jetzt einfach mal so süße Sachen einfach gemacht, also wie diese Limonaden, Schokolade und so. Das habe ich einfach mal. Und hier wollte ich noch so ein paar Süßigkeiten, was ich denn noch so finde. Dann wollte ich das nachher, also die nächsten Tage, so schön verpacken. Und dann zeige ich euch dann, wie das aussieht, wenn das dann verpackt ist. Und unterwegs zeige ich euch dann, glaube ich, dann auch nochmal die Luftballons, die ich dann kaufen werde. Ja, das war so, was ich da so gefunden habe. Und ja, das kommt dann da so rein. So, ich habe das soweit fertig und ich habe jetzt hier noch ein paar Duplo mit Kokos. Die habe ich jetzt so ein bisschen hier auch noch verteilt, weil das ist relativ voll. Und dann kommt das Ballistum so drüber. Dann kommt hier noch ein bisschen Geld mit dem Umschlag und dann werde ich das noch schön verpacken. So, das ist das fertige Geburtstagsgeschenk. Hier ist das Bubble-Waffeleisen drin, die Ladies Bag mit den süßen Getränken und Süßigkeiten und hier noch die Geburtstagskarte.